und herzlich willkommen. Mein Name ist Johannes und ich stelle euch heute Plugins des österreichischen Herstellers Sonneville vor. Ich bin Mixing- und Recording-Engineer und aber auch als Dozent tätig am SAE Mediencampus in Köln. Falls ich also beim Erklären zu lehrerhaft werde, dann verzeiht mir das bitte. Ich verspreche euch, die Sonneville Plugins sind der Inbegriff für innovative und professionelle Audio-Software. Die bieten Features, die ihr wahrscheinlich so noch nirgendwo anders gesehen habt. Außerdem werde ich auch ein paar meiner persönlichen Mix- und Mastering-Tipps zum Besten geben, also schaut euch das Video ruhig an. Um die Plugins zu demonstrieren, habe ich einen Song mitgebracht von der Rockband Era Iguana aus deren noch unveröffentlichten Debütalbum. Sonneville hat eine Reihe von smarten Plugins im Sortiment, die mit Hilfe von einer künstlichen Intelligenz auf das eingehende Audiomaterial reagieren. Es gibt den Smart EQ 2, den Smart Reverb und den Smart Comp. Diese Plugins sind aber auch unabhängig von ihren smarten Fähigkeiten vollwertige Tools, die mit ihrer Feature-Palette auch über die Standard-Features, die ein EQ-Kompressor oder Reverb mitbringt, hinausgehen. Im ersten Video haben wir uns neben dem Smart EQ 2 den Smart Comp auf dem Masterbus in Verbindung mit MS angeschaut. Jetzt gucken wir mal, was dieser Kompressor sonst noch alles so kann. Ich habe hier am Ende der Mastering-Kette auch nochmal einen Smart Comp, ganz normal in Stereo. Wenn wir etwas Spezielles komprimieren wollen, können wir hier, wie beim Smart EQ auch, etwas auswählen. Wenn es aber um den Mix geht, dann ist Standard das Optimalste. Okay, wir spielen ihm ein bisschen Audiomaterial vor. Yeah, 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 so loud. Okay, klingt doch erstmal sehr gut. Und das Besondere ist, dass das nicht nur auf den Pegel achtet, den eingehenden, und dann dementsprechend sinnvoll den Threshold einstellt. Nein, hier unten sehen wir ein spektrales, über das Frequenzband aufgeteiltes Display. Und zwar guckt der Kompressor auch auf die Frequenzverteilung im Signal. Das heißt, wenn sehr hohe Frequenzen dabei sind, viele, dann werden die mitkomprimiert. Wenn die nicht dabei sind, werden die auch nicht mitkomprimiert. Also nur die Signale, die auch sehr laut sind, werden, nur die Frequenzanteile, die auch sehr laut sind, werden mitkomprimiert. Das führt dazu, dass nicht nur die Dynamik angepasst wird, sondern auch das Frequenzbild als solches ausgewogener wird. Wir gucken hier mal uns das Intro von dem Song an. So, man sieht hier sehr schön, am Anfang, wo die Toms spielen, komprimiert er die Höhen noch nicht so sehr, wie später, wenn diese aggressiven Becken einsetzen, wo dann plötzlich sehr viele Höhen da sind. Wenn das jetzt nicht so wäre, zum Beispiel wie bei einem Standardkompressor, der würde dann auch am Anfang, die Toms sind ja auch laut, das Signal über die komplette Frequenzbreite leise ziehen. Bedeutet aber, die Toms, damit diese schön crisp herkommen, sind deren Obertöne, die nicht so sehr laut sind, aber sehr wichtig. Das heißt, hierdurch, durch diese Technologie, bleiben die quasi erhalten, das Obertonspektrum, und die kommen sehr schön rüber. Später kommen dann aggressive Becken dazu, aber die sind auch okay, weil die halt stark mitkomprimiert werden. Also, man könnte sagen, das ist ein Next-Level-Multiband-Kompressor. Next-Level deswegen, weil hier intern über 2000 Bänder arbeiten. Also sehr fein aufgelöst über das Frequenzband, wie der da vorgeht. Außerdem kann ich sogar noch die Stärke einstellen. Also wenn ich das auf 0 stelle, dann arbeitet er wie ein traditioneller Kompressor, der einfach über das komplette Frequenzband den Pegel absenkt. Oder aber ich lasse ihn das sehr stark machen, das Frequenzselektive. Wir können uns das auch nochmal angucken hier im Display.
Wenn man sieht, da, wenn der auf 0 gedreht ist, macht er über den kompletten Frequenzbereich alles gleich. Und da, wenn er hochgedreht ist, arbeitet er selektiv. Also ein sehr nettes Feature. Wozu diese Spectral Compression aber auch sehr gut zu gebrauchen ist, ist Sidechain. Typischerweise sidechaint man zum Beispiel die Kickdrum und den Bass. Kickdrum und Bass haben das Problem oder beziehungsweise haben die Gemeinsamkeit, dass sie oft gerne auf gleichen Zählzeiten spielen. Eins, dumm, boom, wenn die Kick kommt, spielt auch der Bass dumm, dumm, dumm seine Noten. Das heißt, die liegen auf der gleichen Zählzeit, spielen gleichzeitig und die teilen natürlich das Frequenzspektrum, nämlich die Bässe. Was man also gerne macht, ist auf den Bass einen Kompressor legen. Also was habe ich hier in der Spur? Ich habe ist eine DI-Box, also habe ich erstmal eine Bass-Simulation, Bass-Amp-Simulation. Das Trim-Plugin ist nur für ein paar Lautstärke-Automationen. Hier habe ich den EQ reingetan. Smart EQ regelt den Bass-Sound. Und das hier ist zunächst ein ganz normaler Kompressor, weil den Bass möchte man ja auch gerne komprimieren. Hier mit Bass-Einstellungen komprimiert. Und dann noch ein zweiter Kompressor, der für Sidechain zuständig ist. Ich habe die Subkick und die Kick-Out auf den Bus 1 geschickt und diesen Bus 1 hier oben ausgewählt als Trigger-Signal für Sidechain. Und wenn ich hier unten Sidechain-Ducking aktiviere, dann steht hier oben auch schon direkt Sidechain drin. Wir hören mal an einer Stelle rein, wo der Mix schon sehr dicht ist und ich mache den erstmal auf Bypass. Okay, die Kick ist da, aber die könnte definitiv noch ein bisschen mehr Attack vertragen. Das heißt, wir können den hier auch gerne mal das nochmal neu generieren lassen. Und man hört schon sofort, dass die Kick plötzlich, was den Attack betrifft, viel besser durchkommt. Wir hören uns das nochmal an im AB-Vergleich. Also es ist schon beeindruckend. Die Attack ist plötzlich auf einmal wieder da und vorher so eine dumpfe Kick, die irgendwie nicht parat kommt. So, und was man natürlich auch sehr schön sieht, ist hier unten in dem spektralen Display, dass wirklich nur die Teile vom Bass jetzt weggeduckt werden, die auch wirklich mit der Kick im Frequenzbereich kollidieren. Wir gucken uns das nochmal an. Also hier unten der Bassbereich und oben ein bisschen von den Höhen. Die Mitten, wo die Kick gar nicht vorhanden ist, die quasi rausgedreht wurde, da wird jetzt auch der Bass nicht leise gemacht. Muss er auch nicht, weil denn da kollidiert er nicht mit der Kick. Ich habe ja gesagt, die ganzen Sonnenwelt-Plugins, die bieten immer noch wieder irgendwas mehr, was über das, was ein Kompressor normal kann, hinausgeht. So ist das hier auch. Und zwar haben wir hier ein Fenster, wo wir den Attack- und den Release-Bereich nochmal etwas modifizieren können. In dieser Kurve wird die Attack- und die Release-Phase bildlich dargestellt. Das heißt, sobald der Threshold überschritten wird mit dem Eingangspegel, wird das Signal ja begonnen zu reduzieren. Und nach der Attack-Zeit hat es die Pegelreduktion, die eingestellt ist, erreicht. Jetzt ist es aber so, dass diese Kurve, in der das reduziert wird, unterschiedlich verlaufen kann. Ich kann also beispielsweise erst das Signal noch ein bisschen zu laut lassen und dann runterziehen. Das würde zum Beispiel Sinn machen, wenn ich ein Schlagzeug komprimieren würde und möchte, dass die Transienten noch gut durchkommen. In dem Fall, wie es aber gerade ist, wo ich will, dass die Transienten von der Kick durchkommen und ich aber den Bass hier mit ducke, bedeutet das, ich würde es eher nach unten ziehen, damit der Bass auch möglichst schnell verschwindet.
und dann die Kick besser durchkommt. Das können wir uns auch nochmal gerade anhören. Ja, der Unterschied ist jetzt nicht mehr ganz so dramatisch, wie wenn ich das Ding an- und ausmache, aber man merkt es trotzdem. Für die Release gilt das Gleiche. Die könnten wir vielleicht auch noch etwas länger machen und dann eher auch so rum einstellen. Yeah, yeah, yeah. Also ein nettes Feature, mit dem man nochmal sehr präzise in das Verhalten des Kompressors eingreifen kann. Okay, eine Sache muss ich euch zu diesem Kompressor noch erzählen. Ihr seht, er hat hier unten eine Limit-Funktion. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn man den zum Beispiel auf seinem Masterfader anwendet, um zu verhindern, dass es zu digitalem Clipping kommt, was natürlich nicht schön klingt. Ich habe den Kompressor, also den Limiter vielmehr, mal hören wollen, was passiert, wenn man den in die Bedrulle bringt und einfach mal viel zu laut überfährt, und habe dabei festgestellt, zunächst, der kommt noch relativ lange gut damit klar, und dann kommen aber Obertöne hinzu, und diese Obertöne, die haben mich stark daran erinnert, wie so ein 1176 klingt, wenn man den im All-Button-Mode schön überfährt. Also habe ich mir den Smart Comp auf die Drums Parallelbus gepackt. Ich habe quasi hier alle Drumspuren nochmal weggeschickt in eine parallele Drumgruppe, um Parallelkompression machen zu können. Und in der Parallelkompression, da übertreibe ich gerne. Und diesmal habe ich das mit dem Smart Comp gemacht, indem ich im Prinzip den Kompressor so eingestellt habe, dass der gar nicht arbeitet. Aber hier über ein Trim-Plugin 12 dB draufgetan, um den richtig zu überfahren. Hier mit dem Eingang kann man dann auch nochmal mehr Gain geben. Und das zeige ich euch jetzt mal, wie sich das anhört. Also, wenn ich den Gain weiter aufdrehe und in diesen Soft-Clipper da fahre, das klingt richtig gut. Da kommen natürlich, das klingt richtig kaputt, aber diese Obertöne, die dadurch entstehen, die eignen sich sehr gut, um das Schlagzeug als Gesamtes anzudicken. Wenn man zu weit dreht, irgendwann wird es zu harsch. Aber man muss es ja nicht übertreiben. Und außerdem gibt es noch ein weiteres spezielles Tool, sehr besonderes Tool von Sonneville. Und zwar den Entropy EQ. Im Moment, so wie er hier eingestellt ist, habe ich den nur dazu verwendet, das Gain, was ich hier durch das Trim-Plugin und den aufgedrehten Smart Comp übertrieben laut geholt habe, wieder runterzuholen, damit ich mir ungefähr AB anhören kann, was ich da gemacht habe. So, was der Entropy EQ aber auch noch kann, ist die Entropie verändern. Jetzt fragt ihr euch, was ist die Entropie? Die Entropie ist eine physikalische Größe und die ist im Prinzip ein Maß für das Chaos. Umso mehr Chaos da ist, umso größer ist auch die Entropie. Die Frage ist jetzt natürlich auch noch, was bedeutet Chaos im Audiobereich für einen Klang? Und zwar kann man sich das ungefähr so vorstellen: Ein Klang hat ja viele Obertöne. Und wenn diese Obertöne ganzzahlige Vielfache von dem Grundton sind, dann hat der Klang quasi eine geordnete Obertonstruktur und eher eine niedrigere Entropie. Wenn ich ungleichmäßige Obertöne reintue oder chaotische, dann ist die Entropie höher und das klingt natürlich aggressiver. Wir können uns das hier anhören, indem wir einfach mal, man kann hier quasi über das komplette Band die Entropie rein- und rausdrehen. Wir machen das mal.
Ja, also wenn ich das hier weiter reindrehe, dann kommen diese harschen Obertöne, was Richtung Rauschen schon geht, was mir nicht so gut gefallen hat, was übertrieben war in dem Smartcom, durch. Wenn ich das aber ganz runterziehe, dann habe ich so eine richtig schöne crunchy Distortion, die fast schon an eine Röhren-Distortion erinnert. Genau das, was ich möchte. Und mir ist das jetzt aber zum Zumischen, hat das ein bisschen zu viel Bass. Also cutte ich hier einfach. Hier ist halt auch noch ein ganz normaler EQ drin. Was raus. Und vielleicht... Ja, genau. Diese Mitten klingen auch nicht so toll. Ihr seht, die vier Bänder in der Mitte haben hier oben so ein Symbol. Das soll das Entropiezeichen sein. Das heißt, die mittleren Bänder kann ich umstellen zwischen Entropieband oder Frequenzband. Also sollen alle Frequenzen in dem Bereich angehoben oder abgesenkt werden oder nur die jeweiligen, die für das Chaos zuständig sind oder die Ordnung. Ja, so habe ich ein schönes Signal, was ich schön dazu mischen kann. Großes Schlagzeug ohne. Also ihr merkt, das klingt gar nicht jetzt im Gesamtklang besonders distortet. Es wird einfach nur angedickt und angereichert. Und genau das will ich in der Regel erreichen, wenn ich Drums parallel komprimiere. Um das mit der Entropie noch besser zu verstehen, zeige ich euch den Entropie-EQ mal noch auf diesem Reversed Becken hier. Beziehungsweise ich kann ja euch auch noch was anderes zeigen, was ja auch ganz cool hat. Undo natürlich, aber auch ich kann meinetwegen diese Einstellung nach B kopieren. Jetzt habe ich hier bei B das gleiche. Und kann bei A jetzt wieder was anderes machen und später wieder zurück kopieren. Zum Beispiel. Oder eben was Neues machen, dann A und B vergleichen und mich für eins von beiden entscheiden. Also, wir hören uns das Reverse-Becken. Also, es ist einmal reversed, einmal richtig hintereinander gesetzt. Mal an. Drehen wir die Entropie komplett rein. Haben wir fast nur noch ein Rauschen. Könnte für Soundeffekte oder so auch ziemlich cool sein. Aber in unserem Fall wenn man es komplett rausdreht, hat man halt wie so ein sehr sauberes, klirrendes, messerartigen Sound. Der auch sehr nach Becken klingt und das finde ich eigentlich sehr gut. Wenn ich jetzt noch Höhen was anhebe, die Tiefen was rausnehme, dann habe ich wirklich einen sehr cleanen Sound. Wir hören das nochmal, wir bypassen den EQ einfach mal. Ihr merkt, was das für ein Unterschied ist. Wie langweilig das quasi vorher klang und was der hier rausholt. Ich finde es sehr beeindruckend. Es lohnt sich, den Entropie-EQ auf sehr vielen verschiedenen Signalen auszuprobieren. Ich kann zum Beispiel den auf eine Gitarre verwenden und da wirkt er ähnlich wie ein Transienten-Designer, dass ich entweder den Anschlag hervorheben kann, die Gitarre pluckiger klingen lassen kann oder eben weicher. Oder aber zum Beispiel die plosiven Laute auf einer Vocal rausnehmen, ohne dabei den Bassanteil zu verlieren. But we are back with that heavy stone shit and I'm back. But we are back with that heavy stone shit and I'm back.
Da auf der letzten Silbe, back, da war ein dickes B und das verschwindet quasi, wenn der an ist. But we are back with that heavy stone shit and I'm back. So easy. Ihr seht also, der Entropy-EQ ist ein Tool, was ein sehr breites Anwendungsgebiet hat. Man kann da sehr kreativ sein, wo das überall funktioniert und was das jeweils für eine Wirkung hat. Und ähnlich einzigartig wie dieses Tool ist auch das nächste, das ich euch zeigen möchte, nämlich der Smart Reverb. Okay, wenn man mit dem Smart Comp und dem Smart EQ gearbeitet hat, dann kommt einem das Interface direkt bekannt vor. Wir haben hier den Record-Button und hier können wir verschiedene Profile auswählen. Gerade ist das passendste Vocal. Und ich würde sagen, wir lassen den Reverb direkt mal analysieren. I was smoking and smoking when I heard something new. This song suddenly fell in ecstasy. Situation meant much to me. Hearing that sound, I was jumping around. Yes, you made it back, but we're back with that heavy stone shit. And I'm back, yeah, yeah. Okay, wir haben direkt einen schönen Hall und eine Menge Möglichkeiten, um mit dem generierten Hall zu interagieren. Den Hauptparameter, den ich einstellen kann, das ist die Reverb Time. Die ist auch tatsächlich nicht vorgegeben von dem Algorithmus. Die steht standardmäßig auf 1,5 Sekunden und ich kann die nach Belieben einstellen. Genauso wie das Pre-Delay, was ich hier einstellen kann. Hier rechts sehe ich verschiedene Parameter im zeitlichen Verlauf über der Reverb Time. Also wenn ich die Reverb Time hochstelle, dann steigt auch die Zahl. Das heißt, dieses Fenster hier sind immer, jetzt wären es 8 Sekunden und jetzt sind es 2 Sekunden. Es gibt hier drei verschiedene Parameterkurven, die ich einstellen kann. Das erste und wahrscheinlich wichtigste ist der Decay-Verlauf. Das bedeutet, in welcher Art und Weise die Intensität des Halls nachlässt. Am Ende, logischerweise, ist sie bei 0. Das kann man auch nicht ändern. Und beim Starten ist sie bei voll. Aber was dazwischen passiert, ob das jetzt so einen Verlauf nimmt oder so einen, das kann man jetzt hier einstellen. Was man auch einstellen kann, ist der Spread. Spread ist die Verteilung des Halls auf die Stereobreite. Ein Hall ist ja hat meistens Stereoinformationen. Aber hier kann ich einstellen, wie der zeitliche Verlauf davon aussieht. Ob der zum Beispiel sehr breit anfängt und dann schmaler wird, das wäre in etwa so. Oder ob der Hall zuerst schmal ist und dann breiter wird und dann wieder schmal. Also was kann ich einstellen. Außerdem habe ich, wenn ich mir den Spread anschaue, hier oben auch noch einen Monomaker. Das heißt, ich kann hier, das ist ja eine frequenzbasierte Darstellung. Das heißt, ich kann sagen, ich möchte, dass der Spread sich nur auf Frequenzen oberhalb von 200 Hertz auswirkt. Manchmal macht das Sinn, den Bass mono zu halten, also zumindest die unteren Frequenzen. Den letzten Parameter, Density, den kann man sich am ehesten so vorstellen, als würde man das Material der Wände, in dem der Hall ist, den man gerade hört, verändern. Also wenn ich eine sehr hohe Density wähle, dann klingt es vielleicht ungefähr so, wie als wäre der Raum, in dem der Hall ist, mit Mauern aus Marmor. Wenn ich die Density runterziehe, dann ja, vielleicht wie Wände aus Holz. Die Raumgröße bleibt gleich groß, denn die bestimmt hauptsächlich die Reverb Time. Aber wie dicht der Hall in diesem Raum ist, das hängt so ein bisschen, also wenn man das jetzt übertragen wollen würde, auf was Natürliches, von der Beschaffenheit der Wände ab. Man sieht hier oben in dem Particle-Display auch, wie das sich daran widerspiegelt. Wenn ich also eine hohe Halldichte habe, dann werden hier kommen da mehr Partikel dazu. Die Anzahl der Partikel zeigt quasi die Halldichte an. Umso weißer die sind,
umso lauter ist der Hall. Das heißt, mit der grünen Decay-Kurve kann ich auch deren Größe und Helligkeit beeinflussen. Ja, wenn der Decay quasi schon hier verschwindet, dann ist hier auch nicht mehr viel los mit dem Hall. Dann bringt mir die lange Reverb-Zeit auch nichts. Wem das hier zu kompliziert ist und vielleicht auch, wenn man gar nicht so genau weiß, welche Einstellungen ergeben jetzt hier in Kombination Sinn, dann kann man über diese Matrix durch sozusagen durch Presets skippen. Denn hier ist das so, dass wenn ich diesen Button hier bewege, werden direkt viele Parameter auf einmal bewegt, aber so, dass die alle zusammenhängend Sinn ergeben. Und zwar Sinn in dem Sinne, als dass die Konditionen, die hier dran stehen, diese Parameter, erreicht werden. Ich kann quasi einen natürlicheren Klang bekommen, einen natürlicheren Hall, indem ich den Parameter hierhin bewege, und einen unnatürlicheren, indem ich ihn hierhin bewege. Und hier sehen wir jetzt das, was ich vorhin meinte, dass das Plugin einem in gewisser Weise erklärt, wie Hall funktioniert. Ich sehe zum Beispiel, besonders natürlich ist es, dass die hohen Frequenzen schneller von dem Raum geschluckt werden und nicht mehr als Hall hörbar sind als die mittleren. Wenn ich jetzt den einem künstlichen Klang anwähle, dann passiert genau das Gegenteil. Und ja, die Leute, die ein bisschen Ahnung von Raumakustik haben, wissen, dass das quasi gar nicht möglich ist, sowas in einem realen Raum. Aber der Smart EQ macht es möglich. Genau das gleiche gilt für die Decay-Kurve. Natürlich muss der Hall, umso mehr Zeit vergeht, umso leiser wird er. Hier im künstlichen Hall ist es aber so, dass der abfällt und dann plötzlich wieder lauter wird. Sowas könnte es natürlich in der Natur auch nicht geben. Aber hier ist das natürlich möglich. Und genauso, ja, kann man eine intime Atmosphäre erreichen, indem man den Spot hierhin bewegt oder eben einen sehr, ja, umwerfenden, krassen Hall. Wir hören noch mal ein bisschen rein. I want to smoke and answer my bong when I'm something new. This song suddenly fell in ecstasy. Situation meant much to me. Here in that sound, I was jumping around. Yes, you made a break, but we're back with that heavy stone shit. And I'm back. Yeah, yeah. So loud, can you get the sound? Also, ihr seht, wie im Prinzip alle Parameter irgendwie ihre Berechtigung haben, aber man ja ziemlich treffend die Eigenschaften benannt hat. Man kann jetzt auch noch mit diesen Linien hier rumspielen. Sobald man anfängt rumzuspielen, geht hier das Lämpchen aus, weil dann ist es quasi kein Preset mehr, sondern irgendwas Eigenes. Ich kann aber jederzeit wieder das bewegen, dann springt das wieder auf den Ursprungswert. Man kann auch hiermit wieder zurückgehen, kommt man an seine Einstellung wieder dran. Man kann hier sehr viele verrückte Sachen machen. Auch sehr extreme Einstellungen, zum Beispiel so etwas. I want to smoke and answer my bong when I'm something new. This song suddenly fell in ecstasy. Situation meant much to me. Here in that sound, I was jumping around. Yes, you made a break, but we're back with that heavy stone shit. And I'm back, yeah, yeah. Okay. Ihr seht, es gibt sehr viele Möglichkeiten und es macht sehr viel Spaß, hier mit rumzuspielen. Ja, ich könnte euch noch viel erzählen, jede Menge zeigen, aber ich vermute, das Beste ist, ihr geht mal auf die Sonnable-Webseite und ladet euch eine Demo-Version runter und probiert selber mal ein bisschen aus. Viel Spaß dabei und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.